Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von RimWorld. Wir befinden uns immer noch in der gleichen Aufnahmesession, das heißt, auf etwaige Kommentare konnte ich bisher noch nicht eingehen. Unsere Kolonie wächst und schrumpft, je nachdem. Kopflose Freunde, naja, passiert immer wieder, ne? Dö, mit Ö. Ihr erfriert hoffentlich bald mal. Kann alles eingesammelt und eventuell eingeschmolzen oder verkauft werden. So und so. Die Nahkampfwaffe brauchen wir dann auch nicht mehr. Ich hoffe, wir können viel Fraß überreden und würden damit Turbo quasi wiederbeleben. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben unsere Schweine. Unsere Schweine sollen hier auch fertig geskillt werden. Da haben wir jetzt zwei Leute, die sich drum kümmern. Laura ist ein bisschen verwirrt. Na gut. Nahrung wird produziert. Mein Gott. Wir haben was zu essen. Und das auch im Dezember. Störung. Meine Güte. Ja, ess mal was. Und wenn du wiederkommst, reparier mal die Nähmaschine. Ruht sich mit den anderen aus. Ja, kannst du gleich machen. Kannst dich gleich mit den anderen ausruhen. Jung. Macht Steine. Ich muss sie allerdings erst von da oben irgendwo holen. Nicht schön. Kannst du denn mal ein paar Bauteile machen? Kommt da jetzt eigentlich genau ein Bauteil bei raus? Und Alter, dauert das lange. Minus 11. Was war das? Ach, konntest du wieder nicht, ne? Naja. Wow. Das Alpaka frisst die Blumen. Okay. Hunger. Chang hat Hunger. Ja, das, das glaube ich. Zerrissene Kleidung und Erschöpfung. Ist immer noch nicht fertig, ne? Wahnsinn. Noch ein Großhändler? Oder ist das jetzt derselbe? Hat er mir nochmal Schweine mitgebracht? Ah.
Aber Maffolos hat er mitgemacht. So, Ratten brauche ich nicht, Terrier brauche ich nicht. Mein Labrador will ich eigentlich auch nicht verkaufen. Von mir aus können wir das Alpaka verkaufen oder schlachten. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir haben ja jetzt die Schweine, wir brauchen die Alpakas ja eigentlich gar nicht mehr. Und sollte ich wirklich mal eine Karawanenmission machen, würde ich auch lieber Muffalos nehmen als Alpakas. Ja, müssen wir mal schauen. Also wir heben mal das eine auf. Mal schauen. Oder? Naja, erstmal. Neutramin. Ich bin immer noch nicht mit der Forschung fertig. Leider Menschenhaut. Ah ja. Medizin. Nö. Bier können wir wieder verkaufen. Holz. Tilt. Normal 36. Normal. Gut. Normal. Ja, schäbig. Gut. Normal. Dann haben wir noch ein paar tote Sachen. Tote. Unter 50. Schäbig nochmal. Schlecht. Okay. Antipsychofolienhelm. Das ist sowieso alles nicht meins. Und immer noch das Krankenbett. Keine Toten mehr, also können wir das ausschalten. Ein Flugverkehrsleiter der Fraktion befindet sich auf der Durchreise. Ein Flugverkehrsleiter. Okay. Wenn ihr das so sagt, dann wird das wohl so sein. Hunger. Laura hat Hunger. Ach so, weil sie zusammengebrochen ist, ne? Kann man die dann so wenigstens retten? Also sie wird da jetzt erfrieren oder sich beruhigen. Interessant. Was ist denn hier mit dir eigentlich? Immun. Super. Alles schläft. So, wir haben ja jetzt hier wieder ein Bett frei. Wer von euch ist am unzufriedensten? Hast aber Glück. Wenn du wieder wach bist, geh doch irgendwo hin, schlafen oder so. Oder ein paar
paar Beeren essen. Das verbraucht Material. Ist gerade so ein bisschen Selbstläufer hier, ne? Aber ist auch in Ordnung. Muss ja nicht immer alles so auf Krampf sein. Was ist denn hier? Bist du an? Bist du aus? Alles gut. Die können auch gejagt werden. Kann es sein, dass wir bald kochen? Genau, dann haben wir nur irgendwie ach, Turbo war der andere Koch. Brauchen noch einen Schlachter. Und Juna entfernt Bodenfläche, weil sie eigentlich noch bauen hat. Geh mal forschen, bitte. Ich hätte das gerne irgendwann mal erledigt mit der Forschung. Alle Köche forschen nämlich auch. Das machst du mal morgen, bitte. Junge Frau. Bis da runter musst du die bringen. Schlaf erschossen. Die Boomerloops gehen mir ein bisschen auf den Keks, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Noch ein Alpaka. Was machen wir denn jetzt mit den Alpakas? Ich bin unentschlossen. Ich glaube, nach dieser Episode werde ich die Aufnahmesession beenden und dann könnt ihr mir mal reinschreiben, was ihr denkt. Das ist jetzt unser Alpaka, das ist unser Alpaka. Warum läuft denn das jetzt draußen rum? War das hier nicht unser Alpaka? Ach, wer weiß. Oder haben wir zwei? Bin ich was? Ja. Okay, alle Schweine haben Obedience, das ist okay. Trinkt
erfolglos, Transport 1 von 7. Eine Party, yay! Party, Party, Party. Gibt nichts zu rauchen, gibt kein Bier. Schwache Party. Ganz schwache Party. Hast du denn mal das Ding hier fertig gemacht? Nee, mach das doch jetzt einfach mal fertig. Kommt da jetzt echt genau ein Bauteil raus? Das ist jetzt die große Frage. Und mal ganz ehrlich, da müsste man ja da eigentlich einen Werkzeugkasten daneben stellen. Damit das schneller geht. Wofür ich nur Stahl brauche. Okay. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass ich dafür auch nochmal 200 Bauteile bräuchte. Na komm. Na komm. Mach es fertig. Tu es, Baby. Tu es. Einfach. Okay. Psychoid-Veredelung. Aha. Lerne, wie man Psychoid-Blätter zu Flag und Jojo. Nein. 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 Das interessiert mich alles tatsächlich nicht mehr. Ermöglicht den Bau einer kleinen Raffinerie zur Herstellung von Kraftstoff. Weiß ich auch immer noch nicht, wozu man das braucht. Mörser brauche ich nicht, Brandbombe brauche ich nicht. Medizinherstellung. Da haben wir es. Stellt Medizin aus Kräuter und Neutralmedizin und Stoff her. Ah, ja, ja, Stoff braucht man auch. Okay. Gut. Dann machen wir da auch erstmal weiter. Kann aber schon mal gucken, wo der Arbeitstisch ist. Drogenlabor. Aus Stahl. Ja, komm. Zack. Erledigt. Dudelud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 . Michel pennt schon wieder. Kannst du mal... Nein, nicht die Kalksteinfliese. Soll doch neu, ja. Kann man das nicht irgendwie da? Ja? Hm. Anja macht Blöcke. Okay. Arbeite explizit an dieser einen Fliese. Danke. Lass mich raten, ich muss darauf klicken. Und das genauso eingestellt. Okay, wunderbar. Temperatur geht aber hier tatsächlich ein bisschen runter. Wir können den ja ein bisschen hochdrehen. Psychisches Brummen. 7, 6. Na, ich bin schon kalt hier drin. Reicht echt die eine Heizung nicht aus, so?
das ist ja Fahrt. Das heißt, wir brauchen tatsächlich hier drinnen noch eine Heizung. Und wenn ich hier sehe, dass hier minus 1 Grad drin sind, bauen wir hier auch mal noch eine Heizung. Und hier würde ich gerne die Befehle nochmal so sein lassen wollen. Zone, Inbildzone. Für Heu. Fleisch ist da, Obst und Gemüse ist da. Nahrung haben wir tatsächlich auch. Unglaublich, aber wahr. Überfall mit Verwandtschaft. Piraten. Och, ihr seid ja auch noch so gut ausgerüstet. Das ist ja unfair. Na gut. Das heben wir uns auf für die nächste Episode. Wie gesagt, ich werde jetzt hier mit der Session aufhören. Und mal schauen, wann ich das nächste Mal weitermache. Aber es kommen jetzt wieder regelmäßig Episoden, ne? Also, bis dahin. Tschüss.